Yes, Sir, Leute! Draftmaster Frederick ist wieder mit am Start und in diesem Video, Leute, werdet ihr von mir in den letzten Tagen die besten Drafts sehen bis Line rein. Und ich sag ehrlich, ich sitze hier schon sehr, sehr lange, um diesen Draft-Rekord zu knacken. Und ich glaube, heute wird es soweit, weil ich habe Zeit heute. Wir nehmen die 4-3-3 normal und hier eine Icon oder Salah. Salah hat eine bessere Karte, deswegen nehme ich die Icon mit. Ich glaube, das ist die gute Entscheidung. Rechter Flügel. Ja, okay. Gibt es bessere Spiele, aber mit Sterling macht man, glaube ich, nicht so viel verkehrt. Wir gehen auf den linken Flügel. Das ist. Ich nehme es zurück. Ribéry auf jeden Fall sehr, sehr nice. Vor allem, da muss jetzt nur noch irgendein Franzose spielen. Und der Kollege wäre schon voll. Ich würde sagen, wir nehmen den Keeper direkt mit. Wir müssen mal hoffen, dass. Das ist eine Frechheit. Was sie mit den Keepers machen in diesem Game, also vor allem in Drafts. Ehrlich, selten so schlechte Keeper gesehen und das ist immer halt so mit am wichtigsten, so, keine Ahnung. Alright, Leute, gehen wir auf die Reservebank. Ja, Donnarumma Totti und ich glaube, den muss man mitnehmen. Aber Cole sieht natürlich auch geisteskrank aus. Ich glaube, ich nehme Cole mit, weil ein Ribéry safe voll ist, je nachdem, also unabhängig davon gesehen, wer am Sturm spielt. Und hier nehmen wir safe Pedri mit. Dann machen wir so, so. Okay. Hä? Oh mein Gott, Leute, ich dachte gerade ehrlich, dass Ribéry in der französischen Liga spielt. Oh my days, ich hätte doch Donnarumma mitnehmen sollen. Ich habe da es echt vertauscht. Komm, wir machen weiter, aber dann Seko. Ah, ich weiß jetzt nicht, aber gutes Rating, wenn ich ehrlich bin. Oh, Leute, man, so kann man sich natürlich auch verzetteln. Gehen wir ins rechte zentrale Mittelfeld. Grafenberg, Modric, Tots. Wir haben auf jeden Fall genug Spieler für, ich würde sagen, in Verteidigung. Vamos. Und Maldini nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt schauen wir, wer hier kommt. Natürlich ist hier Enttäuschung. Aber, Leute, wie gesagt, Ligue 1 nicht so verkehrt. Aber wir haben uns für den Marco entschieden. Und somit sind wir bei der 94er Chemie und 92er Bewertung. Also, ich glaube, 100er sollten wir irgendwie knacken. Gehe stark davon aus. Aber wir brauchen auf jeden Fall einen anderen Stürmer und einen rechten Flügel. Das wäre, glaube ich, die einzige Option. Irgendein Franzose, der in der Ligue 1 spielt. Benjana Tots, Mbappé, irgendwie sowas. Das wäre geisteskrank. Oder eventuell auch eine Icon. Und hier kommt die zweite. Laudrup mit einer 91. Ja, Bruno, Di Natale, Diaz und Cancelo. Leute, was ist das für eine bescheuerte Auswahl? Also diese Auswahl ist für mich nicht normal. Komm, wir nehmen Di Natale mit. Es ist, glaube ich, der beste rechte Flügel in Game. 97. Okay, doch, sorry, ich nehme es zurück. Ich habe Messi gerade kurz vergessen. Wir haben ein bisschen gedribbelt und ihr seht es. Wir haben die 100er Chemie und eine 93er Bewertung. Geisteskrank, Leute, geisteskrank. Und guckt euch die Bank an. 97, 95, 90, 89. Es sind noch ein paar 84er dabei. Big Quatsch. Und guckt euch mal hier diese beiden Spieler an, die so Müll sind, dass sie einfach nur Trash sind. Und selbst die Icons sind auch nicht das Gelbe von Ei. Aber, ey, wie oft wurden wir schon irgendwie auf den Boden der Tatsachen geholt? Wir müssen auf jeden Fall so weitermachen, wie wir machen. Weil sonst droppen wir wieder komplett. Und das wäre natürlich sehr, sehr schade. Hohe Spieler, Leute. Hohe Spieler. Maris. Und ich gehe wirklich auf gnadenlos auf jeden einzelnen Chemiepunkt, den ich bekommen kann. Ehrlich, kein Cap. Wir machen weiter. Und hier De Bruyne. Alright, das ist gut. Das ist gut. Und somit kann man auch schon ein bisschen mitsortieren. So. Alright, Leute. Noch zwei Positionen zu go. Wir haben schon ein bisschen rumgefummelt, tatsächlich. Und ja, was soll ich sagen? Also, einfach nur hochgeratete Spieler. Und dann sind wir eigentlich im Boot. Und einen guten Manager. Ja, vielleicht hier wirklich ein Tots. Alright, Leute. 98er Chemie, 93er Bewertung. Und ich glaube, es kann nur noch der Manager das für uns hier klar machen. Wir haben echt geackert und jetzt muss einfach gegönnt werden. Und das sieht nach Quatsch aus. Es sieht einfach echt nach Quatsch aus. Es sieht nach Quatsch aus. EA gönnt einfach den Manager nicht. Sie gönnen den Manager nicht. Alright, Leute, wir müssen Parkinson mitnehmen und jetzt steht hier erstmal nur 192, aber wir können das gleich noch dribbeln, weil ich weiß, wie wir auf eine 193 kommen. Und somit hätten wir unseren eigenen Rekord geknackt. Das ist so crazy, ne? Wenn ich ihn reinpacke, habe ich eine 192, wenn ich von Pfanne reinpacke, habe ich eine 192, aber nur eine 93er Bewertung. Mit 93er Bewertung und 100er Chemie,
weiß ich gerade nicht. Ist gerade ehrlich sehr, sehr schwierig. 4-3-3 defensiv, das ist eine super Formation. Und wir kriegen auch, naja, was heißt super Captain, aber ein Captain, mit dem man arbeiten kann. Wir entscheiden uns auf ganz entspannt für Di Maria. Wie gesagt, Messi wird nicht mehr mitgenommen. Der ist den eben halt, wie gesagt, als Tots und als Totti-Karte gibt. Komm, Stürmer! Ja. Ich würde sagen, wir gehen direkt auf die Reservebank, weil das gefällt mir ganz. Ah! Zweimal miteinander Trash! Okay, ich nehme Trash zurück. Salah, Tots, Leute, ich bin ruhig. Ich bin ruhig. 97, das ist gut, weil zweimal miteinander Trash, das ist zu doll. Das geht gar nicht. Komm, nächster Spieler. Das gefällt mir doch. Haidara, okay, immer schwer zu linken. Saka ist eigentlich auch nicht schlecht. Komm, wir nehmen Walker mit. Und somit nehme ich hier den Rechtsverteidiger schon mal. Je nachdem, auf welcher Seite wir mäßig bauen. Und es kommt wieder Haidara und es kommt wieder ein Hakimi. Alright, Leute. Wir gehen auf die linke Seite. Dieses Draft gefällt mir auf jeden Fall bis jetzt sehr, sehr gut. Und hier könnte man sich für Nuno Mendes oder für Hector Bellerin entscheiden. Und wenn ich ehrlich bin, Leute, ich weiß es nicht. Mendes hat eine Totskarte, ne, im Zweifel. Deswegen nehmen wir Bellerin mit. Auch nicht so verkehrt. Und hier könnte ein Icon mit am Start sein. Ribéry 98. Alright, Leute. It's getting hot in here. It's getting very, very hot in here. Oh, man. Leute, was ein Draft. Ich würde sagen, komm, wir nehmen jetzt hier den Spieler mit. Und der wird wahrscheinlich eh Trash sein, weil die zu viel gegönnt haben. Sage ich so, wie es ist. Aber wir müssen auch ein bisschen auf die Links gehen. Ja, okay. Pereira. Und dann ist Pereira auch gar nicht so doof. Da könnte man hier 100% auf diese italienische Seite bauen und sich jetzt schon mal da ein bisschen einpendeln. Ich meine, 93 ist auch ein gutes Rating. Van de Beek würde jetzt eh nicht so viel bringen. Bei Premier League habe ich wirklich gar keinen Bezug zu gerade, außer Salah auf der Bank. Und deswegen gehen wir jetzt hier zum zentralen Mittelfeldspieler und hier ist Tchouaméni noch am Start. Alright, das ist gut. Tchouaméni ist gut. Natürlich hätte ich mich gerne über die Totskarte mehr gefreut, aber damit kann man arbeiten. Und hier ist Cahill und da ist noch Cola. Ich sag ehrlich so zu Cahill. Ich muss offen und ehrlich zu Kegel sagen, ich fühle diese Karte einfach abnormal. Also die Stats, die er hat, sind einfach geisteskrank. So Brozovic wäre natürlich auch nicht so verkehrt. Fällt mir gerade auf, komm, wir nehmen Brozovic mit. Somit müsste Ribéry jetzt eigentlich Stand jetzt voll sein. Ja. Hier kommt natürlich wieder nur Trash. Dann nehmen wir hier Gonalons mit und dann tauschen wir so. Und dann packen wir Pereira mit ins ganze Geschehen rein. Ja, Leute. Also die Gleichung geht teilweise auf hier. Das gefällt mir auch auf jeden Fall. Das gefällt mir. Eder Militao. So betroffen wir, dass wir hier eine Icon bekommen. Icon wäre sehr stark, aber Sergio Ramos 88 kann man auch mitarbeiten. Somit ist der Block auf jeden Fall komplett. Und wir gehen jetzt hier zum Keeper. Und jetzt hier so ein starker Keeper, der uns irgendwie... Ja, wir müssen den mitnehmen. Wir müssen den leider mitnehmen. Schade für Militao, aber Leute, 91er Bewertung, 92er Teamchemie. Und wir haben ja noch wirklich hier fast eine ganze Mannschaft to go. Ich würde sagen, wir starten hier neben Salah. Und da kommt der nächste Guendouzi-Tot. Sogar nochmal einen Ticken besser als ein Tchouaméni. Oder besser gesagt, besser als Gonalons. Somit sind wir auf einer 96er Teamchemie und einer 91er Bewertung. Alright, Leute. Also wer vorne carryen würde, wäre auf jeden Fall ein Mbappé. Und dann bräuchten wir jemand, noch jemanden aus der Serie A, der uns hier auf jeden Fall auf Full Cam bringt. Und der Spieler wird auf jeden Fall Trash. Das habe ich richtig gecallt, aber Alex Moreno? Ja, man muss jemand Chance mit Brozovic machen, ne? Das ist eben halt auch die Sache, Mann. Es gibt eben halt keinen. Linksverteidiger in die Spanische ist vielleicht auch nicht so verkehrt, sage ich so. Das kann man sich offen halten. Ah, mir fällt gerade auf, wir hatten ja den Kollegen da schon stehen. Ah. Alright, Leute, komm, nehmen wir den nächsten Verteidiger mit. Das sieht nicht so verkehrt aus. Saliba bringt uns noch mal ein bisschen chemietechnisch nach vorne. Das ist sehr, sehr gut. Und somit könnte man vom Ding her, Militao auf die Bank verbannen. Und somit, Leute, somit sind wir eigentlich schon sehr, sehr gut am Stößel, Mann. 92er Bewertung, 99er Chemie. Hier ist auf jeden Fall sehr, sehr viel drin. Und die Bank sieht bis jetzt auch nicht so verkehrt aus. Wir brauchen einfach noch weiter hochgeratete Spieler, einen besseren Striker, einen Mbappé, wie gesagt. Und dann sind wir auf jeden Fall ganz, ganz groß im Geschäft. Aber das sieht auf jeden Fall sehr, sehr stabil, was man hier sieht. Anderson Talisca, Mukhtar nochmal 94. Man kann sich nicht beschweren. Komm, jetzt eine Icon. Es wird nochmal Bruno Fernandes. So, vom Rating her, wie gesagt, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Es ist wirklich geisteskrank, was wir hier gerade ziehen. Aber, Leute, ich brauche hier einfach den besseren Striker. Sage ich dir so, wie es ist. Alright, Leute.
Es kommt hier zu den letzten zwei Positionen. Letzte Position ist Keeper. Okay, dann Donnarumma wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Und hier kommt der nächste 94er. Also ich glaube, vom Rating her müssten wir. Wir müssten wirklich in einem guten Bereich sein. Es geht nur noch wirklich um diesen Striker. Hey, dieser Striker macht mir alles kaputt. Warum machst du so? Einfach nur ein Mbappé. Wir brauchen nur Mbappé. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Mann, wieso machen die so? Wieso? Ein Mbappé hat uns so gecarried, man, oder ein besserer Keeper. Sonst was. Aber das ist so trash. Okidoki, Leute. Ich habe schon sortiert, provisorischerweise. Also 92er Bewertung, 99er Chemie wird anscheinend so stehen bleiben. Und ich muss mal schon so sagen, ne, dass man als schlechtesten nur einen 76er hat. Okay, natürlich hier auf der Start sind auch noch ein paar No-Hands mit dabei. Aber komm, Donnarumpa. Lieber Gott, lieber Gott, das bringt doch alles nichts. Komm, wir haben nochmal Nübel am Start. Der wäre vom Dinger auch cool. Und der ist natürlich besser geratet, aber das bringt doch alles nichts. Es ist alles nicht das Gelbe vom Ei. Muss ich schon leider so sagen, wie es ist. Gibt es hier leider keine Möglichkeit, uns irgendwie nach vorne zu katapultieren. Ich sag ehrlich, es ist wirklich nur dieser Holzfuß-Tier hier vorne im Sturm, der es wirklich komplett zieht. Und eventuell der Keeper. So, Donnarumma am Tor. Und hier nochmal ein Mbappé im Sturm. Und ich glaube, wir werden hier bei der 193 auf jeden Fall reden. Und das wäre schon wirklich geisteskrank. Aber somit wird es wahrscheinlich nur so solide 192. Wir nehmen den Manager mit. Aber man darf sich auch nicht beschweren. Das ist, glaube ich, bis jetzt wirklich das Beste. Nicht bei der 192 wird das. Weil die Manager einfach nicht können. Was ist das denn? Doch, es wird eine 192. Was ist das denn? Ich wollte fast schon ausrasten, aber nein. Bei solchen Spielern 98, 94, 95. Okidoki, Leute. Nächster Versuch. Und hier haben wir auf jeden Fall die 4-3-3. Aber die haben wir heute zu oft versucht. Ich würde sagen, komm, wir gehen in die 4-3-2-1 rein. Und die müssen jetzt mal ein bisschen gönnen. Ja, Al-Jaber. Ich sag ehrlich, schade um die anderen Karten. Die haben alle wirklich bessere Karten. Aber außer Havertz, nee, außer Mount, vielleicht Sané. Lass einfach mal in die Bundesliga gehen. Wir nehmen Sané mit, der spielt dann als RV, auch nicht schlecht. Und da hatten wir auch direkt Goretzka, Toni Kroos oder Modric. Aber 97er Modric kannst du nicht liegen lassen. Komm, nehmen wir mit und dann gehen wir weiter in den rechten Sturm. Und das gefällt mir ganz und gar nicht, was hier ist, sage ich so, wie es ist. Hier ist Graham am Start. Ist das Premier League? Nee, zweite Liga. Okay. Bleib mal da, wo du bist auf jeden Fall. Wir nehmen Pellegrini mit. Kennst du das Wasser, Pellegrini? Very, very wonderful. Neymar in Form. Alright, Leute. Wir gehen ins linke, zentrale Mittelfeld. Und es sieht auf jeden Fall geisteskrazy, was hier passiert. Von Dinger könnten wir auch weiter auf Kollege Sané bauen im Rechts, also Rechtsverteidigung. Oder wir könnten jetzt hier Petri mitnehmen. Ich glaube, Petri ist an sich nicht so schlecht. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und hier würde ich mir einen Marcelo Captains wünschen. Natürlich ist das wieder zu viel verlangt. Aber an die Französische jetzt hier zu gehen, weiß ich auch nicht, ob das so das Richtige ist, ne? Aber, it is what it is. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall hier aufs Rating gehen. Deswegen gehe ich lieber in die Französische als in die Serie A. Weil Serie A ist immer sehr, sehr difficult. Und hier haben wir Ruben Diaz-Totti. Und Stand jetzt, Leute, ist das beste Draft, was wir heute von den Spielern her gesehen haben. Chemietechnisch sind wir noch nicht so mit am Start, aber die Bank wird uns jetzt ein bisschen carryen. Deswegen gehen wir jetzt auf die Bank und dann schauen wir mal, wer hier kommt. Und hier ist doch ein Abteil. Und jetzt überlege ich tatsächlich, in die Französische zu bauen. Und das werden wir auch definitiv machen. Tag, tag, bumm. Und hier ist auch direkt der Strong Link. Sehr, sehr nice. Petri auf jeden Fall noch auf der Bank. Den könnte man auch zentral spielen lassen. Je nachdem, wenn man rechts und links zieht. Und das noch an Frankie de Jong. Okay, alright. Nehmen wir Frankie raus. Wir spielen Petri. Das ist nice. Und jetzt hier vielleicht ein Ansu Fati oder ein Neymar oder hier dann irgendwie jemanden Ferran Torres oder so. Naja, nehmen erstmal den rechten Innenverteidiger. Wer kommt denn hier Schönes rausgelaufen? Erstmal Pickford, aber Donnarumma wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler, der uns irgendwie hier carryen könnte. Jetzt bräuchten wir vielleicht einen Cancelo, so einen Headliner. Der würde ein bisschen carryen auf der rechten Seite. Aber statt jetzt, die Spieler kommen auf jeden Fall. Und wie sie kommen, es kommt nochmal ein Neymar. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn mitnehmen soll oder ob ich ihn erstmal vernachlässigen soll. Aber, Leute, okay, Haaland sowieso sehr, sehr schwierig. Aber David Silva wäre perfekt für uns. Nochmal plus 5 Chemiepunkte ergaunert. Wonderful. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier einen Sturm und im rechten Sturm hier nochmal ein bisschen bessere Spieler bekommen. Benzema wäre krank
Und dann noch einer von Real Madrid, Bale oder sowas. Keine Ahnung, was es da alles gibt. Und hier kommt die Icon. Alright, Leute. Langsam wird's richtig hot hier drin. Sag ich dir so, wie es ist. Die Icon carried uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen nach vorne. Spielt leider nicht auf Fullcam, aber somit ist Pedri erstmal voll. Und somit bräuchten wir einfach nur einen besseren Striker. Eigentlich egal wer, dann muss Hauptsache einfach nur in der Liga spielen. Also Benzema bietet sich hier sehr, sehr gut an. Dann atmen wir auf jeden Fall nochmal ein gutes Stück besser. Komm, nächster Spieler, Mikey Maignan. Silas ist auch mit am Start. Alright, ich glaube, wir entscheiden uns hier für Silas. Ist, glaube ich, die beste Entscheidung, die wir machen. Aber hier ist auch noch ein Navas. Boah, aber 95er. Nee, komm. Wir gehen erstmal auf Silas, bevor ich auf dumme Gedanken komme. Nicht auf Safe gehen. Guck mal, noch ein 95er. Adama Traoré. Und der passt wie die Faust aufs Auge. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das hat mich zwar im SCB bei Danny aufgeregt, weil der Ingame richtig scheiße ist. Aber hier für das Draft passt er erstmal sehr, sehr gut. Deswegen nehmen wir hier auf jeden Fall Sterling mit. Mir fällt gerade auf, ne? Hier in Valverde wäre so krank. Aber der spielt Ruben Dias, den mal nicht mehr auf Chemie. Aber wir müssen mal schauen, was wir machen. Aber der spielt selbst jetzt auch nicht auf Chemie. Komm, Digga, weil werde, wir rufen dich. Coutinho auch bitte am Start. Okay, jetzt fängt es also an, mit dem Rating ein bisschen Krise zu werden. Aber das könnte auf jeden Fall ein Banger werden. 93er Thiago. Weiß ich jetzt nicht, wo der spielen soll. Aber ich glaube, Pedri müsste doch an sich schon voll sein, oder nicht? Oder bilde ich mir hier irgendwas ein? Komm, nimm Thiago mal mit. Und packen den für Modric rein. Ja, und wie gesagt, der Typ ist full. Das ist sehr, sehr gut. Das ist auch doch dieser Spanier-Link, den ich nicht auf dem ZR bekomme. Aber sortieren mal ein bisschen. Alle hochgerateten Spieler kommen auf jeden Fall jetzt hier hin. Alright, Leute. Ich habe hier meine mathematische Doktorarbeit in FootDraft geschrieben. Und ich glaube, ich habe sie weitestgehend auch so gut gemacht, wie ich konnte. Wir haben sage und schreibe 93er Bewertung und 98er Teamchemie. Sprich, es ist nur noch der Manager. Es ist wirklich nur noch der Manager, der das Draft heute für uns carryen kann und uns auf 100 Chemie bringen kann. Ich schaue nochmal, ob ich hier irgendwas übersehen habe, aber ich glaube, von den ganzen Kandidaten und so, das wird nichts. Also das ist schon so geisteskrank gebaut, das geht eigentlich nicht, dass ich hier was übersehen habe. Ich glaube, besser wird es nicht. Es kann in der Regel nur noch schlechter werden. Alright, Leute, ich würde sagen, wir schnacken nicht groß rum, kombinieren den Manager mit und eigentlich muss da nur ein Brite mit dabei sein und wir haben unseren persönlichen Rekord geknackt und das sieht auf jeden Fall auf der 1 super aus und das ist die 193 heute. Also, Leute, ich glaube, eine 194 oder 195 ist auf jeden Fall drin und wir haben heute auf jeden Fall dran gekratzt. Eine 193 ist sehr, 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 sehr big.